Ich kämpfe gegen mich selber? Ich meine, das Spiel. Ich habe ja schon einige Worte über das Spiel verloren. Ja, okay. Vielleicht nicht unbedingt positive. Nur das hier. Das ist was anderes. Oh, wir sehen hier einen. Ein paar Easter Eggs. Aus der Vergangenheit. Schick. Ich kämpfe gegen mich selber? Verstehe ich nicht? Nein, im Ernst. Okay, ich muss immer abwarten, bis die erscheinen. Was passiert jetzt? Was für ein Boss. Ich denke, den machen wir auf jeden Fall und dann machen wir Schicht im Schacht, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Seitdem das Ganze in die Luft geflogen ist, habe ich das Gefühl, ich bin in einem Ort der Finsternis gelandet. Thank you.
Eieiei. Ich verwandle mich wieder zurück. Oder beziehungsweise krieg meinen Anzug wieder. Ja, mir fehlt leider eine Fähigkeit, oder? Ja, eine Fähigkeit fehlt mir definitiv. Jetzt können wir alles und jeden besiegen, ne? Das aber, meine lieben Freunde, das werden wir beim nächsten Part machen. Denn ich finde, diesmal habe ich mich ein bisschen besser geschlagen. Ich denke, wir sind fast am Ende angelangt. Wir haben mittlerweile sehr viel freigeschaltet. Ich meine, das oben haben wir komischerweise noch nicht. Das ist interessant. Wir haben jetzt nicht die ganze Map freigeschaltet, aber hey. Ich bin zufrieden. Und ich weiß, ich hätte besser sein können. Weißt du, das nächste Mal auf jeden Fall Bescheid. Aber ich denke mal... so lange kann es nicht mehr dauern, oder? Oder wollen wir es mal versuchen? Das ist gar nicht wo... Wir waren unten nicht, ne? Interessant. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sind fast am Ende. Es war unten, ne? Das war unten. Ich glaube, wir müssen nach unten. Ja. Definitiv. Ja. Ich ziehe das durch. Ich glaube, wir sind wirklich fast am Ende angelangt. Deswegen wäre es jetzt fatal, hier an dieser Stelle aufzuhören. Du bist aber unverschämt, du. Man jetzt nach unten. Achso. Gibt's ja noch eine andere Möglichkeit.
Ja. Na, war mal nicht mehr so stark, was? Tja. Na komm. Das wollte ich nicht. Ist nicht dein Ernst? Aha. Es gibt noch andere Sachen, die man aufschließen kann, okay. Gut, dann halt nicht. Hier muss das wahrscheinlich das Letzte sein. Mehr ist hier nicht. Hat sich aber gelohnt, du. Ich habe keine Zeit, mit euch zu spielen. Es gibt zwei Orte, wo wir noch nicht waren. Können wir nicht besiegen, komischerweise? Hier ist doch was, oder nicht? Wir haben dieses Item komischerweise nicht, ne? Das ist eigenartig. Merkwürdig. Wo könnte es sein? Genau, das Labor hatten wir auch noch nicht durch, ne?
Aber wo könnte denn das letzte Teil sein? Könnte man den Speedbooster einsetzen? Oder auch nicht? Ah, ich verstehe. Ist aber gar nicht einmal so einfach, du. Das genau. Ich hätte mich mal. Das ist immer. Oh, ist immer so tricky, ne? Nicht dein Ernst, oder? Ich will doch nur nach oben! Ist das ein Krampf, du? Ich meine, ich muss es nicht holen, ne? Ich bin nicht dazu verpflichtet. Gut. Stimmt, hier waren wir. Ich wollte gerade sagen, ein Energietank. Screw Attack.
Oh my goodness. Ja, wie kommen wir da hin? Jetzt verstehe ich. Das konnte man vorher nicht machen. Die Map ist immer noch nicht vollständig, ne? Wir haben sie auch noch nicht gefunden. Wir müssen noch mal nach oben, ne? Aber wir müssen zurück zu Bionicle, weil da ist noch was, was wir freischalten müssen. Wir haben 4 von 5 Sachen. Irgendein Laborraum. Müsste noch was sein. Wenn ich es denn schaffe. Stimmt, ich hab Speed Booster. Der gute alte Speed Booster, ne? Von der anderen Seite. Ein bisschen müßig im Vergleich zum das kann man aber glaube ich ausschalten, ne? So, ja. Powerbomb ist leider Screw Attack, ne?
bilde mir nämlich ein, das ist effektiver. Jetzt müssen wir das wieder einschalten. Ah. Ja, ich würde sagen Ofen, ne? So ein bisschen nervig und müßig, aber was willst du machen? Genau, da links haben wir noch etwas, was wir noch nicht geöffnet haben. Genau. Oh nein, ich habe ein schlechtes Gefühl. Das ist alles? Ich wollte gerade sagen. Es sind noch welche übrig. Ach, das ist das Problem. Das ist ja interessant. Die Map ist ja eigentlich schon aufgedeckt. Aber nicht komplett. Oben ist noch was. Ich sehe schon. Okay. Ich glaube, man kann die schon einfach erkennen. Hm?
Hier waren wir noch nicht. Und ich sehe schon, wo das hinführt. Was? Die Tür kann nicht geöffnet werden. Ein neuer Spielemodus wurde... Okay. Das habe ich auch bisher noch nicht erlebt. Das juckt mich nicht. Wollte gerade sagen. Können wir alles wirklich hier schaffen dann? Wenn sich die Tür nicht öffnen lässt, dann geht das doch gar nicht. Hä? Hier waren wir, ne? Hier waren wir schon, ja. Ja. Jetzt müssen wir alle Aliens besiegt werden. Aber unten waren wir schon unten. Ich glaube schon, ne? Prinzipiell waren wir schon überall. Außer in der einen Ecke. Müssen wir also doch. Müssen wir also doch hier sein? Es scheint mir so. Denn wir haben schließlich das Labor noch nicht erreicht. Also die Map noch nicht komplett vom Labor. Und ich sehe auch schon, wo das hinführt. Ja. Oh Mann. Das sind ja meine Lieblingsstellen. Thank you.
Wie soll man das schaffen? So schafft man es. Das müsste die Lösung sein. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Das sollte aber besser gehen. Aha. Nice. Wie soll das gehen? Ich bin absolut überfragt. Das ist ja eigenartig. Oder auch nicht. Wie kann man diese Tür betreten? Das ist das Problem. Ich krieg's einfach nicht hin. Man könnte es von unten versuchen, ne? Ich weiß, ich nuschel nur noch vor mich herum und weiß eigentlich gar nicht mehr weiter. Aber hier ist es definitiv das Finale. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Tür müsste auf jeden Fall jetzt verfügbar sein. Ja. Endlich. Thank you.
Wenn wir ehrlich sind, viel hat das nicht gebracht. Wobei doch. Ja, selbstverständlich hat das was gebracht. Wie soll das denn gehen? Das kriege ich aber nicht hin, du. Das ist so nicht möglich. Das geht nicht. Oder müssen wir gar nicht mehr ins Labor? Könnte sein. Wir könnten uns nochmal diese Teile der Map anschauen, aber konnten wir die überhaupt betreten? Die Map ist vollständig, sozusagen. Ja. Ist doch alles schön einfach. Wenn man weiß, wie. Quatsch, was will ich hier denn? Was will ich denn hier? Ach stimmt, das geht hier gar nicht. Ja, das dürfte spannend sein.
Ja, dann machen wir es anders. Da ich da nicht durch kann. Jetzt komm! Ja. Ja, perfekt. So funktioniert das. So, jetzt haben wir es gefunden. Das hat aber komischerweise nichts hiermit zu tun. Ich sag euch, was ich jetzt machen werde. Ich weiß ganz genau, was ich machen werde. Weil ich, wie gesagt... Ich gesagt habe, ich will euch auch nicht mehr länger quälen. Ich denke, ihr könnt es euch denken. Möglicherweise war auch diese... verschlossene Tür so ein Indikator dafür, dass man das Spiel nochmal weiterspielen kann. Sowas wie New Game Plus. Ich meine sogar, es gibt sowas wie True Ending, nennt sich das, glaube ich. Ich meine, das werden wir nicht mehr erreichen. Da wir es nicht mehr erreichen werden. Vielleicht können wir es erreichen. Aber wie gesagt, ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Und jedes Mal nachzuschauen, na, ich schaue immer nach. Ich schaue immer nach. Ist auch auf Dauer unbefriedigend. Und aus diesem Grund ja, ich sehe schon. Nicht gut. Lasst uns mal weitergehen.
Ja, hier kann man ruhig durch, ne? Das war also der Anfang einer langen Reise. Ich muss sagen, ich habe im Großen und Ganzen die Spielweise am Anfang gelobt. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Wollen wir mal hier lang? Einfach nur um zu schauen, ob es hier noch was gibt. Wenn schon, denn schon. Ihr könnt es euch mit Sicherheit denken. Ich denke, es ist an der Zeit, das Spiel zu beenden. Wir haben viel erreicht, viele Bosse besiegt. Und ich glaube, diese eine Tür war auch mit absichtlich verschlossen. Space Pirate Setup. Okay, wir haben es abgecheckt. Die Piraten dafür sorgen, dass das alles sozusagen dehydriert wird, in Anführungszeichen. Samus. Clear time. War nicht meine beste Leistung. 65%, du. Das hätte besser sein können. Und aus diesem Grund möchte ich mich auch an dieser Stelle bei euch entschuldigen, weil das war keine gute Leistung. Alles ist natürlich zusammengeschnitten, trotzdem, es ist nicht schön gewesen. Es war ein Krampf und ich kam nicht zurecht. Dieses Hin und... Also grundsätzlich, der Spielestil von Metroid gefällt mir sehr gut. Aber ein Aspekt, der dann noch sehr, sehr frustrierend für mich war, war dieses Hin und Her laufen, überall hinschauen. Ich weiß nicht, ob es dieser Raumhack alleine ist. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei anderen Metroid-Spielen ist, weil ich... Es ist mein erstes Metroid-Spiel. Ja, ich kenne... Die Spiele, ich habe sie schon mal irgendwie mal gesehen, vielleicht mal angespielt, aber nie komplett durchgespielt. Deswegen kann ich nur dieses Metroid-Game beurteilen. Und ich denke, es wäre vielleicht nicht fair, wenn ich sage, es ist schlecht. Denn es ist nicht schlecht, aber ich komme einfach nicht mit dieser Art und Weise zurecht. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr der Meinung seid, dass zum Beispiel Super Metroid
da leichter ist und man schneller besser zurechtkommt. Aber das ist schon ein ordentlicher Raumhack von der Schwierigkeit her. Ich hätte mir vielleicht einen anderen aussuchen sollen. War vielleicht nicht die beste Wahl. Deswegen muss ich dafür die Verantwortung übernehmen. Für schlechtes Gameplay kann das Spiel wohl nichts dafür. Es ist vielleicht für eine bestimmte Gruppe geeignet und für mich wahrscheinlich nicht. Trotzdem hoffe ich, dass ihr im Großen und Ganzen das Ganze mitverfolgen konntet und ihr vielleicht die eine oder andere Minute genossen habt. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur deswegen dafür entschuldigen, dass es nicht so war, wie es hätte sein sollen. Und nichtsdestotrotz, wenn ihr Fans von solchem Gesuche seid, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Aber nichts für mich. Und besser gesagt, dieser Romhack. Nicht Metroid an sich vielleicht allgemein, weil, wie gesagt, ich würde dann dem Franchise ein bisschen Unrecht tun. Aber dieser Romhack hat mich ein bisschen zum Verzweifeln gebracht. Immerhin weiß ich mittlerweile, wie man bestimmte Items verwendet. Aber komm mir nicht mehr mit dem Speedbooster, ja? Lass mich mit dem Speedbooster in Ruhe, okay? Ein solides Spiel hätte für mich besser sein können, ist für mich einfach für eine Spielergruppe für mich wahrscheinlich nicht geeignet. Das wird es wohl gewesen sein, aber 65%, ey, ist auch immer irgendwas. Hätte schlechter sein können. Hätte aber auch besser sein können, von daher. Durchwachsen, sagen wir mal. Lasst uns nicht drüber reden, Leute, aber ich... Falls ihr mir an dieser Stelle ein weiteres Metroid-Game empfehlen wollt, was deutlich einfacher ist, weil hier war ich, tut mir leid, dass ich das sage, ich war hier in der absoluten Vollpfosten. Anders, ich kann's einfach nicht schönreden. Ich fand die Bosskämpfe sehr gut, sehr anspruchsvoll. Viele Bosskämpfe waren wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, wie man sehen kann. Ich weiß nicht, ob sie in anderen Teilen einfacher sind. Aber ihr seht schon, ich bin nicht der geborene Metroid-Spieler. Da muss man nichts schönreden. Aber wie gesagt, wenn es ein einfaches Game gibt, könnt ihr es mir gerne empfehlen. Ansonsten könnt ihr auch gerne sagen, ob ihr da überhaupt was in der Richtung sehen wollt, weil ich bin mir persönlich nicht sicher. Ich will weder Ja noch Nein sagen. Ich bin eher so im Metroidvania-Bereich, also wo so Games, die halt von Castlevania oder beziehungsweise Metroid so ein bisschen inspiriert worden sind, die dann auch ein bisschen etwas einfacher sind. Aber Metroid an sich war sie nicht. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne in den Kommentar schreiben, ob ihr sagt, du versuchst nochmal irgendwie ein anderes Metroid-Game zu spielen, oder sagte er, nee du, lass es lieber bleiben. Ist nichts gegen dich, aber das ist nichts für dich. Spiel was anderes, was dir Spaß macht. Und das würde ich vielleicht auch machen, aber wie gesagt, eure Meinung ist mir diesbezüglich auch wichtig. Ich glaube, für die entsprechende Spielergruppe ist es ein tolles Spiel und ich möchte, wie gesagt, nicht schlecht reden. Es war einfach insgesamt vom Schwierigkeitsgrad und vom Hin- und Herlaufen nichts für mich. Ansonsten, Atmosphäre war super, Grafik war super, Steuerung war super. Deswegen, dieses Hin und Her. Bin so zwiegespalten, wie ihr sehen könnt. Deswegen möchte ich es dabei bleiben lassen und wir sehen uns einfach beim nächsten Projekt wieder. Metroid Isolation. Wenn es für euch was ist, spielt es auf jeden Fall. Wenn nicht, dann nicht. Es gibt genügend andere Metroid-Spiele. Von daher ist es kein Beinbruch. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es ein bisschen wehgetan hat. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin total platt. Also, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.